Scheinbar ist die komplette Belegschaft von Team Soho in den letzten Jahren dem Videospiel Alzheimer zum Opfer gefallen. Einem fiesen Virus, der alle guten Vorsätze und Versprechen sofort aus dem Kurzzeitgedächtnis löscht und die Programmierer genau dieselben Fehler begehen lässt, die schon den Getaway-Erstling zum Spielspaß-Rohrkrepierer werden ließen. Klingt bescheuert, ist aber die einzig logische Erklärung für das Debakel, das uns das englische Sony-Studio mit The Getaway Black Monday abliefert. Sergeant, ich hab was gefunden. Mach keinen Scheiß! Spätestens jetzt müssen sich die Entwickler die Frage gefallen lassen, ob ihr ehrgeiziges Vorhaben, einen schonungslos realistischen, knallharten Digi-Krimi zu basteln, nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Denn wenn während des gesamten Spiels keine Bildschirmanzeigen zu sehen sind, dann ist das zwar stimmungsvoll, aber nicht eben spielerfreundlich. Zumal es ja ganz nett wäre zu wissen, wie viele Kugeln man eigentlich noch in der aktuell gewählten Wumme hat. Fuck, nimm deine Hände von mir! Und mit dem viel gepriesenen Realismus ist es dann auch nicht mehr allzu weit her, wenn sich Held Ben Mitchell mit dem legendären An-die-Wand-Lehn-Feature selber heilt und sich die Gegner dank kümmerlicher KI schön einzeln nacheinander abservieren lassen. So kann man Kinoatmosphäre auch zerstören. Sie brauchen mehr Hilfe, Haupthalle! Blind. Kommen Sie, Beeilung, Männer! Machen Sie sich da drinnen auf alles gefasst! Das Ziel ist gesichert. Ich bin verletzt. Guten Morgen. Zigarette. Ja. Ja. Schade, denn die Ansätze hinter dem Schwarzen Montag sind ja gar nicht mal so schlecht. So bietet euch das brutale Untergrund-Epos neben den gezeigten Ballereien auch PS-lastige Verfolgungsjagden. Scheiße! Russen! Ich sehe sie. Oder lässt euch den Sony-Krimi später aus der Sicht des grobschlächtigen Amateurboxers Eddie O'Connor erleben. Der lässt zwar am liebsten die Fäuste fliegen, bewegt sich zur Not aber auch mal schleichenderweise durch einen von Gegnern wimmelnden Bürokeller. Pass auf dich auf, das wird nicht einfach werden. Du! So gerät die Getaway-Fortsetzung zwar nicht zur kompletten Katastrophe, vom Spielspaßkaliber eines GTA San Andreas ist das Team Soho aber meilenweit entfernt. Irgendwie haben die Engländer es einfach nicht drauf. Ey! Ist nicht nett, hinter ihrem Rücken über Leute zu reden? Wer ist das denn?